Nachdem wir nun die Grenze zu Argentinien überschritten haben, haben wir uns auf den Weg gemacht nach Bariloche, ein Ferienort. So, da vorne ist jetzt Bariloche. Aber schaut euch mal da hinten die Berge an, welche Felsspitzen da hochgucken, falls man es sehen kann. Das sieht interessant aus. Wir sind jetzt 2 Tage in Bariloche oder sagen wir mal 2 Nächte und fahren jetzt in die Stadt und machen etwas Shopping. Wir wollen noch ein paar Sachen nachkaufen, Geld abheben. Scheint aber hier etwas komplizierter zu sein, weil die Geldautomaten anscheinend nicht alle Kreditkarten annehmen. Jetzt sind wir hier schon seit gestern ohne Bargeld unterwegs. Müssen wir mal schauen, ob wir eine Bank finden, wo wir Geld abheben können. Bargeld. Also hier gibt es sehr viele Schokoladenläden, weil hier viele früher Deutsche und Schweizer waren, die das etabliert haben, die Schokoladenkultur. Das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Also uns haut die Stadt so nicht um, ehrlich gesagt. Hier die typische Touristen-Einkaufsmeile. Wenn man hier nicht sein Fahrzeug irgendwo abstellen kann und kann da meinetwegen mit T-Shirt und Shorts durchlaufen, sondern wir haben nur Motorradsachen an und können nicht nirgends parken, ist es nicht so interessant, durch die Stadt durchzulaufen. Nichtsdestotrotz, einen Einkauf haben wir getätigt, den ersten, den nächsten machen wir jetzt woanders. Sind wir gerade bei der Route National 40 unterwegs und haben einen kurzen Kaffee, haben gerade vollgetankt. Also die Spritpreise machen uns ja platt. Wir haben vollgetankt, das waren 13 Liter, haben wir bezahlt 3.400 Pesos. Das ist mutmaßlich 3,5 Euro für 13 Liter und für Kaffee eben mit Pommes haben wir 4.300 bezahlt, also ungefähr 4,5 Euro, also die Pommes und Kaffee, ist teurer als die beiden Motorräder mit 13 Liter zu betanken. Wahnsinn, also das haben wir nicht ganz geblickt, warum das hier so billig ist, aber erstmal haben wir nichts dagegen. Ihr werdet es nicht glauben, wir haben 4 Uhr früh, 5 Grad und ich stehe schon seit einer halben Stunde hier zum Tanken an. Als wir gestern in der Stadt Esquel ankamen, war die Tankschlange gegen 17 Uhr ungefähr 500 Meter lang. Wir haben keine Ahnung, was hier los ist. Die andere Tankstelle in der Stadt hat zugehabt oder kein Benzin mehr und es gibt anscheinend gerade ein Versorgungsproblem mit Benzin. Wir müssen aber noch bis zur nächsten Route 600 Kilometer fahren, ohne möglicherweise eine andere Tankstelle zu finden. Das heißt, wir müssen jetzt die 2 Mopeds ganz früh randvoll tanken, um bis an die Atlantikküste von Argentinien zu kommen. So, und wenn wir heute nicht schaffen, die Motorräder voll zu tanken heute früh, können wir in der Tat noch eine weitere Nacht hier bleiben, weil wir das zweite Motorrad denn auch erst betanken können, nachdem ich jetzt mein Motorrad betankt habe. Andrea schläft gerade noch um die Uhrzeit. Ich bin wach geworden, habe gedacht, guck dir mal die Schlange an und die war dann nur 100 Meter.
bin ich gleich losgefahren. Also lieber 100 Meter Schlange als 500 Meter Schlange, weil da würden wir wahrscheinlich einen halben Tag stehen. So was Irres habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Na gut, wer Reisen tut, kann was erleben. So, jetzt haben wir hier wieder gerade das Nachtlager beendet. Und da überrascht mich doch die Andrea mit Uvelta Ruvelta. Nee, Uvelta Ruvelta, Rühreier auf Deutsch. Ein Schatz, du bist. Wir frühstücken mal wieder im Zelt. Wir haben es draußen 8 Grad. Aber unsere Entscheidung, von Chile nach Argentinien rüber zu fahren, wegen dem Wetter, war genau richtig gewesen. Denn hier ist deutlich wärmer als jetzt aktuell in Chile. Das war ein anstrengender Tag heute, 80 km/h Böen und wir sind etwa 300 Kilometer gefahren. Jetzt sind wir platt und sitzen am Atlantik. Genau, das ist der Atlantik und vor 3 Wochen waren wir noch am Pazifik. So schnell geht das, quer durch die Pampa. Wir haben jetzt 10:45, haben uns am Ende einer Schlange eingereiht, um Benzin zu fassen. Die Tankstelle hat noch kein Benzin, aber die Schlange war schon wie lang, Andrea? 600, 700 Meter. Ich sehe gerade auf dem Navi, das ist bis zur Tankstelle, wo wir eben vorbeigefahren sind, die noch kein Benzin hat. 800 Meter. Und die Autos reihen sich über mehrere Straßenkreuzungen bereits jetzt ein, um hoffentlich Benzin zu kriegen, sobald dann Tankwagen kommt. Das machen wir jetzt auch. Sonst haben wir keine andere Chance. Also für alle, die mal in Argentinien Urlaub machen möchten, haben wir hier einen brandheißen Tipp. Es gibt in Argentinien diverse Währungsumrechnungskurse. Es gibt den normalen argentinischen Pesos, der in Euro umgerechnet wird. Es gibt einen sogenannten Blue Dollar und es gibt einen sogenannten Tourist Dollar. Da wir aber nicht mit Bargeld durch die Gegend fahren, sondern ausschließlich mit Kreditkarten, mit Mastercard oder mit Visa-Karten bezahlen, ist es ein ganz entscheidender Unterschied, welche Kreditkarte man einsetzt. Das haben wir erst nach 2 Tagen bemerkt, nachdem wir eingereist sind, dass jeweils die Kreditkartenunternehmen oder die Bank, die die Kreditkarte ausgibt, verschiedene Kurse verwendet. Normalerweise ist es üblich, dass über Kreditkartenfirmen der Blue-Dollar-Kurs abgerechnet wird. Und das heißt, wir bekommen für 1 Dollar oder für 1 Euro 1.000 argentinische Pesos. Der offizielle Wechselkurs aber ist, dass man für 1 Euro 370 Pesos bekommt. Und wir haben bei uns getrennte Budgets, getrennte Visitenkarten, getrennte Kreditkarten. Mit der Visa-Karte tanken wir zum Beispiel und mit der Mastercard zahlen wir Hotels und Essen. Und wir haben dann nach 2 Tagen festgestellt, dass sich die Währungskurse erheblich unterscheiden. Wir waren überrascht, nachdem wir das Motorrad vollgetankt hatten, dass wir für beide Motorräder vollgetankt nur 8 Euro bezahlt haben für über 20 Liter oder 25 Liter. Und haben dann gesehen, die Visa-Karte, die wir übrigens vom ADAC haben, rechnet wirklich ab, 1 Euro sind 1.000 Pesos. Und die Mastercard, mit der wir das Hotel oder auch das Essen gekauft haben, wir haben Schokolade gekauft, dass die plötzlich sehr teuer war. Die hat nämlich den offiziellen Kurs genommen von 1 Euro sind 370 argentinische Pesos. Aber nach 2 Tagen dann gemerkt, nachdem wir die ersten Online-Abrechnungen bekommen haben, und waren überrascht, dass die Mastercard nicht mit dem Blue-Dollar-Kurs abrechnet.
Jetzt verwenden wir nur noch natürlich die Visa-Karte, egal was wir bezahlen, und nicht mehr die Mastercard. Weil wenn wir mit der Mastercard bezahlen würden, würden wir das Dreifache bezahlen. Und das ist dann auch nicht mehr realistisch. Wir haben zum Beispiel für Schokolade 15 Euro bezahlt. Andrea hat sich Flipflops gekauft, die kosten mit der Mastercard 30 Euro. Ja, also das ist auch dann fernab von Gut und Böse. Und mit der ATC-Karte jetzt wird es deutlich billiger. Das zweite übrigens, was wir festgestellt haben, ist über Booking.com. Wenn ihr bei Booking.com in Argentinien Hotels sucht, die tauchen dann in US-Dollar auf. Und dann staunt ihr, warum eine Nacht plötzlich 100, 200, 300 US-Dollar kostet. Die haben genau diesen offiziellen Wechselkurs genommen. Wenn ihr aber dann zu den Hotels reingeht und fragt, was die in argentinischen Pesos kostet, da kostet das Hotel denn 50.000 Pesos, also wenn ihr mit Visa-Karte bezahlen würdet, wären das 50 Euro und nicht 150 Euro oder 150 Dollar, wie der Preis, der in Booking.com drinsteht. Also der zweite Tipp ist, geht zu den Hotels direkt und fragt, was der Kurs in argentinische Pesos kostet. Und dann zahlt ihr mit der Visa-Karte und nicht mit der Mastercard, sonst habt ihr das Dreifache für ein Hotel. Soweit erstmal kleiner finanzieller Tipp für alle zukünftigen Reisenden, die nach Argentinien möchten. Dann haben wir Wochenende. Wir machen einen kleinen Sonntagsausflug zur Halbinsel Valdez. Da soll man Orcas, Robben und Seelöwen sehen. Mal gucken, ob wir was sehen. Das Wetter ist leider ein bisschen grau. Nun gut. Also was Essen angeht, haben wir jetzt in Argentinien ganz toll gegessen. Gestern haben wir Asado gehabt. Grillfleisch. Argentinisches Nationalgericht. Wunderbar. Davor waren wir in einem guten Restaurant. Hier eine Promenade gegessen, eine Promenade gewesen, den Tag zuvor, auch ganz lecker geschmeckt. Dann haben sie, was Fruchtsäfte angeht oder Obst angeht, super tolle Fruchtsäfte, Melonen und Bananensäfte und dies und jenes. Also schmeckt hervorragend. Ich muss wirklich sagen, eigentlich besser als bei uns, was Obst angeht. So, jetzt sind wir auf der Halbinsel Valdez. Jetzt geht schon 30, 40 Kilometer schnurgerade eine Straße lang. Und gleich muss irgendwo eine Touristeninformation kommen. Jetzt sind wir im Besucherzentrum von der Halbinsel Valdez. Valdez ist dafür bekannt, dass sich Orcas hier an den Strand treiben lassen, um Robben zu jagen. Moin, junge Frau. Wink mal in die Kamera. Ja, es geht ein bisschen mehr Enthusiasmus, Madame. Es gibt einmal die Faust gezeigt für den Ehegatten. So, jetzt sind wir hier auf der Halbinsel Valdez und fahren zum Point Puerto Norte. Da kann man den Orcas sehen, aber wir sind wahrscheinlich ein, zwei Stunden zu spät, weil die kommen vor der Flut. Und wir haben jetzt 11:30 Uhr, der Fluthöhepunkt ist 12 Uhr. Wir brauchen noch eine Stunde hin von hier, es sind 70 Kilometer auf der Schotterstraße. Leider hätten wir vielleicht 2 Stunden früher losfahren müssen. Okay, mal gucken, was man noch sieht. Also wir haben Glück, wir haben jetzt Orcas gesehen. Die tauchen ab und zu mal auf. Nicht in Strandnähe, sondern hier ein bisschen weiter weg. Ah, da vorne regnet es. Sehr schön. Wir haben jetzt seit 3 Wochen keinen Regen gesehen. Ich würde mal ganz gerne wieder durch Regen fahren, dass das Motorrad ein bisschen sauberer wird und der Anzug, der schon vollkommen eingestaubt ist. Und damit endet unser Reisebericht Nummer 3.